Okay, hat es euch eh geschmeckt? Also, bemüht haben sie sich sehr und die Küche hat super gearbeitet, aus meiner Meinung nach. Wenn ihr zufrieden wart, dann ist es ganz toll. Okay, bevor wir weitermachen, der Franz wird nachher Franz Hörmann, ich glaube, den brauche ich da gar nicht vorstellen, den kennt glaube ich jeder. Beziehungsweise das kann er selber besser wie ich. Er wird 3-4 Stunden einen Teil seines Vortrages bringen. Dann haben wir eine Runde, wo alle Vortragenden dann gefragt werden können, weil wir eigentlich zum Teil keine Fragerunden gehabt haben. Und dann wird Franz weitermachen. Vorher möchte ich ein bisschen was ankündigen. Wir haben eine Plattform geschaffen für Österreich und Bayern, wo alle Veranstaltungen, die in diese Richtung gehen, Informationen in die neue Zeit, wo wir die jetzt angefasst haben. Die nennt sich Qui Bono. Wem nützt es? Wem hilft es? Wenn man da schaut, da ist alles im Überblick drauf. Jeweils der ganze Monat. Und für diejenigen, die Freeman mögen, am Freeman interessiert sind, am Donnerstag, nächsten Donnerstag haben wir bei uns am Freeman Stammtisch. Da wird dann detailliert gesprochen und gearbeitet. Es kommen immer wieder Leute, die neu dabei sind, es kommen Leute, die Fragen haben, es kommen Leute, denen man zum Teil Probleme macht. Beim Freeman Stammtisch wird einfach im Miteinander geschaut, dass man Lösungen findet, dass man neue Dinge, neue Definitionen wieder weiter quasi erkennt, weil es ist ja fast eine Wissenschaft, das Ganze irgendwie hinzukriegen. Wollte nur sagen, falls der Veranstaltungen sucht, da kommen noch viele dazu, das ist jetzt ganz neu entstanden. Habt ihr einen fixen Termin für den Stammtisch? Der Freeman-Stammtisch ist jeden dritten Donnerstag um 19 Uhr, glaube ich, haben wir aufgeschrieben, oder? 19 Uhr, ja. Du wolltest noch was sagen? Ja, also ich wollte nur kurz sagen, meine Frau, wir haben ein paar GEPA-Produkte mitgebracht, das sind Produkte aus dem fairen Handel, also Bio und Fair. In Österreich ist das die EZA, in Bayern, wo unsere Handelsvertretung ist, heißt einfach GEPA, das ist auch die Partnerschaft mit der Dritten Welt und wir haben da in dem Nebenraum, wo man reinkommt beim Eingang, einfach so Rückläufe aus den Supermärkten, das sind Kaffee, Tee, Honige, Schokoladen, ein paar Riegel und so weiter. Also kann sich jeder was rausnehmen. Wir haben so kleine Orientierungspreislisten hin, wo man sagen, so eine Schokolade kostet einmal 2 Euro, da 50 ist da so 50 Cent angedacht oder für den Riegel 20 Cent und für einen Kaffee. Also so Kleinigkeiten einfach ins Kerberl reinlegen, wann wer sagt, also ich kann es gar nicht leisten, ich kann das auch so mitnehmen. Wir freuen uns einfach, dass da noch einen guten Zweck zukommt und wir das nicht entsorgen müssen, weil es ist schade um jeden Urwald-Honig, den man wegschmeißen muss. Und das ist die Idee, dass einfach das da drüben steht und sich jeder bedienen kann. Wir sind ganz Kerberl geworden. Ja, danke. Seid ihr neugierig? Seid ihr gespannt? Ich schon. Franz, was hast du denn dazu zu sagen? Ja, es gibt viele Neuigkeiten. Ja. Danke. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es tut sich momentan eine ganze Menge. Ich war ja vorgestern in Rosenheim, habe dort auch sehr, sehr lange vorgetragen, im kleinen Kreis dann bis um 3 Uhr noch diskutiert, das können wir da auch machen. Zu sagen gibt es nämlich wirklich viel. Und ich hatte zum Beispiel, wie ich nach Rosenheim gefahren bin, habe ich eine SMS geschickt an die Karin Kolland, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Swiss Indo, God's Sky Earth, die ist momentan bei Mr. Sino in Indonesien und ich habe einfach so auf Verdacht, wie ich also im Zug nach Rosenheim gefahren bin, eine SMS geschickt, ich hatte keine Ahnung, ob die das erreicht, wie geht's da denn, was macht's gerade so, und sie hat mir dann zurückgeschrieben, am Tag darauf, wie ich dann wieder zurückgefahren bin, auch wieder im Zug, hat sie gesagt, ja, hier ist alles auf gutem Weg, Global Financial Reset in den nächsten Tagen. Schauen wir mal. Im Internet hat es die Vermutung gegeben, dass mit heute die weltweite Umstellung passieren wird. Was heißt, dass dann alle Banken 14 Tage geschlossen sind und dass wir eine weltweit einheitliche Währung kriegen, die goldgedeckt ist und zunächst einmal sämtliche Schulden wegnimmt.
Ich hatte die Möglichkeit, in einer Skype-Konferenz mit dem Mr. Sino auch schon zu sprechen, mit einer Übersetzerin, Englisch auf Indonesisch. Informationsgeld, kooperativer Individualismus ist genau das, was er weltweit mit der Weltbank auch einführen will. Also, wir sind auf gutem Weg. Ja? Das heißt, die Dematerialisierung, die Entmaterialisierung dieser merkwürdigen Zahlen, auf die wir zu sprechen kommen, die dann eher der individuellen Entfaltung, dem Individualismus dienen, ja, wo wir dann auch die asymmetrischen Preise haben können, sodass die, die etwas leisten, etwas tun, immer belohnt werden und die, die etwas empfangen, nicht unbedingt was zahlen müssen und wenn schon, dann etwas ganz anderes. So etwas wird wahrscheinlich wirklich kommen. Und es gibt auch schon andere aus der Politik und der nächste Schritt sind dann die Banken, die wir da einladen zu Gesprächen. Die ist schon hohes Interesse aus verschiedenen politischen Ebenen. Es wird schon sehr ernst genommen und ich bin jetzt stark im Einsatz, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber es ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, es dürften manche Leute jetzt mittlerweile verstanden haben, worum es in Wirklichkeit geht. Worum geht's? Ja, wenn man Geld verändert, verändert man auch das ganze Gesellschaftssystem. Nicht? Und das ist vielleicht der eine Punkt, um den es vielleicht wirklich geht. Das, was ich jetzt hier versuche darzustellen, ist ja ein System, das das bestehende politische System ablöst. Das ist nicht eine Ergänzung, sondern das ist die Lösung für die, die im alten System jetzt groß und mächtig geworden sind. Also die politischen Parteien, die Regierungen, die Banken. Die wollen ja in erster Linie wahrscheinlich einfach nur gut weiterleben, das heißt aber ihren persönlichen Lebensstandard weiter bewahren können, zum Teil. Wenn sie das bisher einigermaßen waren, werden sie auch in Zukunft weiterhin anonym bleiben wollen. Das ist verständlich, nicht ins in den Scheinwerfer zerren lassen, ins Licht der Öffentlichkeit. Und auch das kann man ihnen mehr oder weniger garantieren, auf die Art und Weise. Und angenehm wäre es, wenn, auch für die, wenn der Systemwechsel freundlich und friedlich und nicht blutig und nicht mit Gewalt verbunden wäre. Wobei man aufpassen muss, nicht arabischer Frühling, Ukraine und so, das ist ja alles nicht wirklich echt. Ne? Das wissen wir ja, wenn wir ein bisschen informiert sind, dass da bezahlte Krawallmacher dahinter sind und dass das also mit Politik im engeren und im richtigen Sinn genau gar nichts zu tun hat. Das ist eher Provokation, bezahlte Provokation. Ja, das werden wir in Zukunft nicht mehr notwendig haben. Gut, steigen wir gleich ein. Das ganze Abenteuer beginnt im Kopf. Da bin ich also mit dem Joe Kreisler und auch in vielen anderen Dingen ja, total einer Meinung. Wir müssen Begriffe klären und es ist wichtig, dass wir ganz neue Begriffe erschaffen für eine neue Gesellschaft. Schon diese Zweiteilung, nicht? Die Selbstständigen und die Unselbstständigen. Menschen, also die Angestellten und die Arbeiter und die Selbstständigen, die Unternehmer. Das spaltet die Gesellschaft und ist nicht sinnvoll. Es macht Sinn, wenn die Menschen alle sozusagen auf einer Ebene, auf Augenhöhe gleichgestellt sind und sich dann auch freiwillig vernetzen, um etwas zu tun, was sie gerne tun oder was sie für sinnvoll finden. Oder sie tun es halt nicht, auch auf freie Entscheidung. Also die Freiwilligkeit und die Vernetzung auf Augenhöhe ist eine wesentliche Voraussetzung. Und dann ergibt sich automatisch daraus, dass einem auch keiner mehr etwas anschaffen kann zu tun, wenn man es nicht selber will. Und da beginnt jetzt die Angst bei vielen, die in höheren Positionen der heutigen Gesellschaftspyramide tätig sind, ja machen denn dann die unten überhaupt noch etwas? Naja, wenn man sich die heutige Produktion anschaut, die meisten Dinge brauchen wir ja in Wirklichkeit die Leute zum Arbeiten eh nicht mehr. Es gibt diesen schönen Film auf YouTube, Will Work for Free. Schaut sich den an, der ist in Englisch und der da Englisch spricht, hat ein bisschen einen sehr eigenartigen Dialekt, muss man sich ein bisschen konzentrieren, wenn man was verstehen will. Aber in dem Film Will Work for Free wird gezeigt, dass man praktisch in keinem heutigen sogenannten Beruf menschliche Arbeit überhaupt noch benötigt. Das heißt, es ist uns wirklich freigestellt, ob wir sagen, da arbeiten noch Menschen oder das machen halt Maschinen. Ja? Das ist, da haben wir wirklich die Wahl. Und wenn wir jetzt ein anderes Rechensystem haben, ja, also anders kalkulieren, nicht mit historischen Kosten, Tagespreisen, ja, Kostenrechnung, Buchhaltung, wie man das halt traditionell macht, sondern wir diese sozialen Bewertungsfunktionen erneuern, ganz anders abwickeln, ja, dann haben wir auch keinen Zwang mehr, Gewinne zu erwirtschaften. Das brauchen wir alles nicht mehr. Wir brauchen das genau nicht. Ich werde in diesem Semester, das beginnt am 28. März, eine Blockfälle-Vorlesung an der Wirtschaftsuni halten, sind 3 Wochenenden, immer Freitag und Samstag. Ich habe mir schon zusichern lassen von unserer Direktion, dass das eine öffentliche Veranstaltung ist. Wir haben trotzdem nur 60 Sitzplätze und 39 Studenten sind angemeldet. Ne? Aber es ist eine öffentliche Veranstaltung. Man kann auch dorthin kommen, wenn man nicht studiert. Ich werde auch die Presse einladen. Ich werde auch Leute einladen, die das filmen und auf YouTube stellen.
Der Titel dieser Vorlesung wird sein: Wirtschaftskrisen aus der Sicht des Rechnungswesens. Ja, warum ist denn das so brenzlig? Warum ist denn das so relevant? Wenn wir immer die gleichen Buchhaltungs- und Kostenrechnungs- und sonstigen Regeln exekutieren und wir haben eine sogenannte Krise, es geht uns immer schlechter und wir bleiben bei diesen Spielregeln, wir machen die weiter, dann geht es uns erfahrungsgemäß noch schlechter. Und wir bleiben immer noch bei diesen Regeln, dann geht es uns nachher noch schlechter. Jetzt könnte man natürlich auch eines machen. Wir könnten sagen, offensichtlich stimmen diese Regeln nicht mehr. Dann ändern wir die Regeln und wisst ihr, was passieren wird? Es geht uns plötzlich gut. Ganz plötzlich haben wir keine Krise, sondern einen Boom. Ja, weil wir können unsere gute Laune bewerten, das Geld, die Natur, ja, unsere Gesundheit, ja, unsere Kooperationsfähigkeit, Kreativität, für alles das können wir Zahlen in die Buchhaltung schreiben. Wer will uns das verbieten? Wir können das, was uns wichtig ist, auch in Zahlen darstellen. Überhaupt kein Problem. Jederzeit. Wir müssen nur ein Gesetz schreiben, schauen wir in Zukunft, da gibt es keine historischen Kosten, da wird nichts verkauft und bewertet, nach einem Tagespreis und Blödsinn. Das, was wir fühlen, ja, da machen wir ein einfaches Bewertungsschema, die Zahlen schreiben wir rein, buchen wir hin und her, ganz auf lustig, ja, und plötzlich fühlen wir uns besser und jeder ist reich. Denn es gibt zum Beispiel in Bayern Firmen, das ist sehr lustig, die vermieten ganze Felder, riesengroße leere Felder. Und da werden ganze Fabriksladungen nagelneuer Audis hingestellt. Audi, nagelneue Fabrik, neue Audi. Und warten auf ihre Verschrottung, weil sie sich keiner leisten kann. Und wenn die verschrottet sind, kommen die nächsten fabriksneuen Audi hin und werden auch verschrottet. So schaut es nämlich aus. Ich habe die Geschichte immer erzählt, wenn ihr erinnert, mit Brot und Gebäck in Wien, nicht? Wie Feed the World, wo jeden Tag in Wien so viel Brot weggeworfen wird, dass man Graz damit ernähren könnte. Ne? Mittlerweile ist das bei der Audi-Produktion der Fall. Und da hat ein Journalist versucht anzurufen, ein Geschäftsführer von dem Unternehmen, hat gefragt, können Sie mir Ihr Geschäftsmodell erklären? Und er hat gesagt, nein, das tue ich nicht. Das wäre zu peinlich. Na gut, aber in Spanien haben wir diese ganzen Feriendörfer, in denen keiner wohnt. In China haben wir neue Städte, Luxuswohnungen, die zu 80% leer stehen. Und das ist jetzt lustige, Leerstände dort werden als Geldanlage für die superreichen Chinesen verkauft. Das ist eine schöne Geldanlage, weil ich weiß, dass ich nicht vermieten kann. Ne? Also was haben die eigentlich für eine Vorstellung von Wirtschaft? Das ist schon lustig. Ne? Vollkommen abgedreht. Vollkommen. Und wir merken wieder, was das ist. Das ist eine falsche Bewertungsfunktion. Eine grundfalsche, verdrottelte Bewertungsfunktion, weil die einfach keine Idee haben, warum das jetzt was wert ist. Ja, ihre Vorstellung ist, weil ich viel Geld gezahlt habe. Na, da hast du das halt ausgekauft. Das Geld. Du warst halt einfach blöd. Ja? Das kann man ihnen einfach unverblümt sagen. Ja? Du warst dumm, habt sich über den Tisch ziehen lassen. Es tut weh im ersten Moment, aber ihr werdet es schon erleben. Ne? Irgendwann in Spanien hat man sich ja dann wirklich überlegt, ob nicht die spanische Regierung mittlerweile auf Regierungskosten, also auf öffentlich Steuerkosten, diese Feriendörfer, in denen nie jemand gewohnt hat, renovieren lässt. Weil nämlich die ganzen europäischen Pensionsfonds dorthin hinein investiert haben. Und wenn jetzt die einfach verkommen und verrotten, ja, dann ist der Wert für die Pensionsfonds gefährdet. Müsst ihr mal diese Trottelei vorstellen. Aber das Allerlustigste ist in diesen Ländern, wo eigentlich das Trinkwasser relativ knapper ist, zum Beispiel auch auf Malta, ja, da haben sie zwar sehr tiefe Brunnen mit hervorragendem Trinkwasser, aber relativ wenig davon. Und die Bevölkerung trinkt allerdings Trinkwasser. Das wird aus dem Meer über Osmose, durch Entsalzungsanlagen gewonnen. Ist natürlich wesentlich schlechter in der Qualität. Das geben sie den Leuten zum Trinken. Und wisst ihr, das hochwertige Quellwasser, was sie in Malta zum Beispiel damit machen? Genau, da werden die Golfplätze bewässert, weil die dann beste Qualität sind und das ist in der Bilanz dann wichtig. Ja? Da müssen die Werte. Okay, da sind wir wieder, genau bei dem sind wir. Das ist die Bewertungsfunktion. Und wer regelt das? Kleine Gruppen von Wirtschaftsprüfern in London. Ne? Für die Bilanzen wieder, für die Anleger der börsennotierten Unternehmen. Ja, wer braucht denn bitte sowas? Ja, nicht einmal die Eigentümer von diesen komischen Aktien. Die müssen doch werken und wissen, dass wenn jetzt jemand auf den Knopf drückt und 1929 wiederholt, genau diese lustigen Werte alle wieder zum Verbrennen sind. Ja? So vernünftig sollten sie sein. Und wenn nicht, dann werden wir sie halt retten. Reservebatteriestrom, ich glaube, das Stromkabel heißt. Gut, so viel also dazu. Es geht immer um die Bewertungsfunktionen. Also wenn wir
kollektiv im Konsens, alle gemeinsam, die Dinge so bewerten, wie sie uns wichtig sind, kollektive Bewertungsfunktionen im Konsens, dann kommen wir sicher weiter, als wenn kleine Gruppen im Eigeninteresse nur versuchen, dass ihr Geld oder das, was sie einmal ausgegeben haben, am Papier als Zahl groß bleibt. Weil mehr ist ja damit nicht erreicht. Es bleibt die Zahl am Papier groß. Wie funktioniert die Funktion und Steuerung von Gesellschaften, wenn wir uns anschauen? Macht versus Wissen, Transformation statt Revolution, verbotenes Wissen, eine Chance. Revolution, Revolvere. Ja, Entschuldigung, ich ziehe mal kurz das Sakko aus. Wer weiß, was das heißt? Dass man heiß wird. Nein, ich meine Revolvere. Revolvere. Ja, umwälzen. Ja, wieder einmal einen Durchlauf unternehmen. Revolvieren. Der Revolver zum Beispiel, nicht? Das ist also so eine Pistole mit so einer runden Kugelkammer, ja, die sich so dreht. Revolvere. Und deswegen heißt auch eine Revolution, es ändert sich nichts, es bleibt alles beim Alten. Immer das gleiche Rad. Weil ja nur die Köpfe ausgetauscht werden, das System bleibt gleich. Hm? Also ist eine Revolution ein Blödsinn. Die Bitcoins sind zum Beispiel eine Geldrevolution. Völlig richtig. Die sind zwar elektronisch im Computer, aber sie bauen in Wirklichkeit Goldmünzen nach, die im Bergwerk abgebaut werden, wo es nur 21 Millionen gibt. Ja? Verknappung, Spekulation, ja? Braucht man nicht. Ein materialistisches Geldsystem. Bitte, wichtig, materialistisches Geldsystem kann man auch mit Software nachbauen. Mit Software kann man ja alles nachbauen. Das Lustige. Materialistisches Geldsystem bedeutet im Kern etwas völlig anderes. Ihr erkennt ein materialistisches Geldsystem daran, dass immer dann, wenn bezahlt wird, irgendetwas von A nach B transportiert werden muss. In dem Fall bei Bitcoins, ja, sind es eben Bits und Bytes. Deswegen müssen die ja auch verschlüsselt sein, kryptografisch. Und da habe ich immer das Problem, man in the middle. Da habe ich jemanden, der mir die Leitung vermietet, der kann Gebühren kassieren. Da habe ich daher auch jemanden, der die Leitung vielleicht ordert und dann verknappen kann. Das heißt, materialistische Geldsysteme, wo ich etwas von A nach B transportieren muss, sind immer potenziell verknappungs- und diebstahlsgefährdet. Und natürlich auch betrugsgefährdet, insbesondere wenn sie anonym sind. Ein postmaterialistisches Geldsystem funktioniert eben anders, da kommen wir dann noch dazu, Informationsgeld. Da entsteht die Kaufkraft als Zahl in der Rechtssphäre des Individuums, da hat niemand sonst darauf Zugriff. Ja? Das entsteht dort bei Einhaltung einer bestimmten gesetzlichen Regel, die auch elektronisch hinterlegt ist und im Konsens beschlossen. Und beim Ausgeben verschwindet das auch wieder aus dieser persönlichen Rechtssphäre. Das heißt, es wird nie etwas von A nach B bewegt, sondern es bleibt immer in der Rechtssphäre ausschließlich des Individuums. Und das ist das Wichtige. Also ein postmaterialistisches Geldsystem funktioniert quasi wie etwas, das aus dem Nichts entsteht und wieder dorthin verschwindet, aber trotzdem im Konsens von allen gemeinsam geregelt wird. Ja, weil für den Konsens brauche ich nämlich nicht das Weiterreichen von Goldstücken. Da brauche ich nur die Übereinstimmung. Und das ist sowieso immer ein geistiger Akt. Ja. Und da kann ich sehr schön und sehr einfach die Gesetze, da ist der Joe Geisler kein Fan davon, sagen wir lieber Regeln, ja, und vielleicht braucht man irgendwann Regeln auch nicht mehr. die Spielregeln, sagen wir, nehmen wir es spielerisch, nicht? Dann nehmen wir es Spielregeln. Diese Spielregeln, die können wir spielerisch ändern jederzeit, nicht? Und festschreiben, aber einfach mit Symbolen und nicht mit komplizierten Schachtelsätzen oder mit Worten, die dann auch was anderes, vielleicht der Gegenteil, bedeuten können. Also verbotenes Wissen ist eine Chance für uns. Damit sind wir schon bei der Sprache angelangt. Und die Sprache besteht ja zumindest aus drei verschiedenen Ebenen: Syntax, Semantik und Pragmatik. Und das, was wir normalerweise mit der Sprache verbinden und was wir auch lernen, so im Unterricht, ist immer nur die Syntax. Und auf der Ebene der grammatikalischen Regeln, das bedeutet Syntax, ja, gibt es überhaupt nur den Ausdruck richtig und falsch. Das sind erfundene formale Sprachen, deren Regeln wir uns selber ausgedacht haben. Und auf dieser Ebene kann ich sagen, das ist syntaktisch richtig oder falsch. Nicht? Also wenn ich sage, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, ne? Gut, das geht vielleicht gerade noch, aber das ist sogar grammatikalisch richtig, aber im Prinzip kann ich da sagen, wenn ich gegen eine grammatikalische Regel verstoße, ist es falsch. Aber auf der semantischen, also auf der Sinnhaftigkeitsebene, ist es schon viel, viel schwerer. Da kann ich von richtig und falsch nicht mehr wirklich reden, sondern gibt es unterschiedliche Sichtweisen, verschiedene Perspektiven, die sich auch aus der Lebenserfahrung ergeben können, aus der Biografie. Und deswegen ist es dort nicht mehr richtig und empfehlenswert, die Kategorisierung richtig und falsch anzuwenden. Nur auf der syntaktischen Ebene macht es überhaupt Sinn,
ja, bei den Regeln. Bei der Bedeutungsebene kann man nur sagen, ja, dann hast du eben eine andere Sichtweise als ich. Ja, und das kann mir im Prinzip auch vollkommen egal sein. Es sei denn, wir kooperieren. Es sei denn, wir wollen gemeinsam etwas bauen zum Beispiel, etwas herstellen, etwas ins Leben rufen. Ne? Dann sollten wir wenigstens nur in diesem einen Bereich einen Konsens finden. Das andere kann uns trotzdem wurscht sein. Da können wir durchaus anderer Meinung sein. Ja? Wenn wir tolerant sind, ist das sogar angenehm, ja? Menschen ihre andere Meinung einfach zu lassen. Und dann haben wir noch eine Ebene, und die ist überhaupt versteckt in der heutigen Zeit, und das ist die Pragmatik. Also wenn ich einen Satz sage, wie zum Beispiel, die Katze isst den Tisch, dann ist er syntaktisch richtig, aber semantisch macht er keinen Sinn. Ich kann mir aber dann immer noch überlegen, warum sagt jemand diesen Satz? Will er mich verwirren? Will er mich testen? Ja, ist das ein Spaß? Das ist die pragmatische Ebene. Das heißt, was bezwecke ich mit dieser Aussage? Und das ist gefährlich, weil da beginnt die Politik und die Manipulation, ja, in der Ebene der Pragmatik. Und deshalb müsst ihr euch immer in der Sprache über alle diese Ebenen hinweg bewegen können. Syntaktisch sowieso, da hat man es ja gern, aber dann vor allem semantisch und pragmatisch. Und dann brauchen wir noch ein zusätzliches Wissen, ja, wenn wir die Gesellschaft vernünftig konfigurieren wollen. Was sind Daten und was sind Informationen? Daten sind syntaktisch korrekte Zeichenfolgen. Nur das und sonst nichts, Punkt und Ende. Information ist ein bisschen mehr. Informationen sind problemlösungsrelevante Daten. Da brauche ich erstens ein Problem. Dann brauche ich korrekte Zeichenfolgen, syntaktisch korrekte Daten, die jetzt auch noch für die Problemlösung für mich relevant sind. Nur dann ist es eine Information. Und dann wird oft viel geschwindelt. Zum Beispiel gibt es kistenweise Lehrbücher, wo drin steht, Bilanzen sind Informationen. Was in einer Bilanz steht, sind Informationen, völliger Blödsinn. Das sind Daten. Das sind einfach nur Zahlen, ja, wo die Aktiva in der Summe gleich sind wie die Passiva. Mehr ist da nicht drin. Eine problemlösungsrelevante Information kann aus einer Bilanz nie rauslesen. Ja? Ich kann schauen, ob die rein mathematisch richtig gerechnet haben. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Zahlen herkommen. Ja, selbst ein Wirtschaftsprüfer weiß, da braucht er den Geschäftsbericht und da muss er sich anschauen, ob die Belege richtig verbucht sind und, und. Und zwischendurch vergessen sie so viele Dinge, dass sie pausenlos versuchen, nicht in die Haftung zu kommen. Ne? Also es ist ja eh eine Katastrophe. Ja? Informationen haben wir in der Regel viel weniger, als uns lieb ist. Man redet uns ein, wir leben im Informationszeitalter, noch besser im Wissenszeitalter, kommen wir dann auch noch dazu, nicht was das ist. Nein, wir werden mit Daten zugewöhnt, mit Zeichenfolgen. Aber problemlösungsrelevant für unser Leben sind die wenigsten, denn, was sind denn jetzt die Dimensionen dieser Information? Da gibt es zumindest zwei Ebenen, die wichtig sind. Das eine ist die Sicherheit und das andere die Relevanz. Und wenn wir uns das anschauen, die problemlösungsrelevanten Daten, sind die sicher und oder relevant, dann wird es bei uns wichtig, weil das Ganze nämlich umgekehrt miteinander zusammenhängt. Was kann ich heute an sicheren Informationen sagen, wenn ich mir die Nachrichten anschaue? Wie ein Fußballspiel ausgegangen ist, wie heute das Wetter war, weniger wie es morgen wird, nicht? So sicher. welches Auto ich kaufen soll oder welches Waschmittel. Ob ein Politiker korrupt war oder andere glauben, er war korrupt. Das sind alles so wahnsinnig sichere Informationen. Aber ist das relevant für mein Leben? Überhaupt nicht. Jetzt sage ich mal, was meiner Meinung nach fürs Leben relevant wäre. Wo war ich vor meiner Geburt? Wo werde ich nach dem Tod sein? Weil, wenn ich die zwei Dinge nicht weiß, wie soll ich dann wissen, wie ich mich in der Zeit dazwischen verhalten soll? Okay? Und welche Sicherheit habe ich über diese Informationen? Die kommen mir nicht vor. Also in einem Gesellschaftssystem, wo ihr nicht wisst, wo ihr herkommt und wo ihr hingeht. Und aus dem Grund dann nicht wisst, wie ihr die Zeit dazwischen verbringen sollt. Alle jungen Mitglieder, ja, alle, die da jetzt neu geboren werden, was sagt ihr denen überhaupt? Da gibt es irgendwo ein Buch, wo angeblich was drinsteht, was wichtig ist seit 2000 Jahren. Und wir glauben das halt, weil es so alt ist. Ja, spannend, ne? Also, das ist ja der wirkliche Skandal. Die wirklich relevanten Dinge gibt es nicht einmal im Ansatz. Nicht einmal im Ansatz. Und glaubt nicht, dass das ein Zufall ist. Glaubt nicht, dass das ein Zufall ist. Aber wenn ihr euch mit dem wirklich intensiv auseinandersetzt, dann wird euch vieles klar, ja, was dieses Schabernack-Spiel, ja, mit dieser Gesellschaft hier gemacht hat. Und jetzt kommen wir von der Information zum Wissen. Und da muss man sich immer darauf einigen beim Wissen, da gibt es unterschiedliche Ansätze, was Wissen sein soll. Gibt es ganze Schulen von Wissensmanagern und Wissenslehrern.
Eine mögliche Definition, vor allem wenn sie in die Wissenschaft geht, ist, das sind empirisch gesicherte Zusammenhänge oder Methoden. Empirisch, das heißt durch einen Versuch beweisbar oder widerlegbar, abstützbar durch Versuche, reproduzierbar. Naja, Popper, Sir Charles Popper, hat einmal gesagt, man kann solche Theorien und Hypothesen zwar widerlegen, aber man kann sie nicht beweisen. Okay, er hat gesagt, wenn ich etwas nachbaue und sage, ja, das stimmt jetzt, im Experiment ist die Theorie eigentlich bewiesen, ja, dann könnte beim nächsten oder beim drittnächsten Versuch vielleicht was anderes rauskommen. Endgültig beweisen, sagt er, geht zwar nicht. Spannenderweise hat er gesagt, beim Widerlegen reicht es schon, wenn es einmal widerlegt wird. Ja, dann ist das nicht mehr sicher, diese Theorie. Ich würde trotzdem sagen, man sollte es nicht wegschmeißen, sondern man sollte sie irgendwo auf Lager legen. Man sollte sagen, okay, in dem Kontext hat es nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es in einem anderen Kontext einmal besser. Aber das ist sozusagen der empirische Wissensbegriff aus der Wissenschaft. Es soll nachprüfbar sein. Und das bedingt, dass diese Theorien und Hypothesen so formuliert sind, dass man sie überhaupt nachprüfen kann. Und in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften wird genau das nicht gemacht. Dort sind die meisten Aussagen so formuliert, dass sie nicht überprüfbar sind, und deshalb sind es Glaubenssysteme, ja, also quasi religiöse Glaubenssysteme, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben. Das ist eine schlimme Erkenntnis, vor allem wenn man selber Wissenschaftler ist und aus dem Bereich kommt. Und da kommen wir wieder zur Frage, ist Wissen Macht? Habt ihr sicher schon einmal gehört, diesen Ausdruck, nicht? Wissen ist Macht. Ich kann euch genau sagen, und nichts wissen macht auch nichts, ja, genau. Ich kann euch genau sagen, in welchem Zusammenhang das gilt. Das gilt in einem manipulativen Kontext, wo es eine Gegenseite gibt, die weniger weiß. Heißt, wenn das Wissen exakt komplett gleichmäßig verteilt ist, dann kann man aus diesem Wissen auch keine Macht herausziehen. Ganz logisch, weil dann alle den gleichen Wissensstand haben. Das heißt, wenn es einen negativen Manipulationsversuch gibt, also wenn jemand euch manipulieren will und durch die Manipulation auf eure Kosten einen Vorteil ziehen will, dann sorgt er dafür, dass ihr das, was er weiß, nie wissen werdet. Ja, weil nur dann bleibt diese sogenannte Macht, es fühlt sich für ihn zumindest wie Macht an, ja, es ist keine Macht, wir werden dazu dann auch noch kommen, das ist die Illusion von Macht. Weil erstens ist es nur zeitlich bedingt, ja, das verschwindet wieder. Im Moment, wo die anderen das Wissen aufholen, war es das, dann muss er sich einen neuen Schmäh ausdenken. Es ist wie Zauberspiele, nicht? Das sind wie Kabarettzauberer, nicht Taschenspielertricks, Kartentricks, nicht? Wenn man die mal durchschaut hat, das ist nichts anderes. Die ganze Gesellschaft, die ganze Buchhaltung, das ganze Geldsystem sind Kartentricks, und wenn ihr das einmal durchschaut und beim Zauberer wisst, der hat die Karte gezinkt, da ist ein Zeichen hinten drauf, nicht? Oder da gibt es einen Publikum, der macht ihm immer ein Zeichen, nicht? Ist uninteressant. Man kann aber dieses Spiel mit euch nicht mehr spielen. Nicht? Und deswegen ist das keine Macht, das ist ein Bluff. Und sonst gar nichts. Ja? Also Geldsystem zum Beispiel für Macht mit dem zu verwechseln, wäre ein Fehler, es ist ein Bluff. Es gibt also einen Wissensmanagement-Lehrer, den Professor Andriessen aus den Niederlanden, der hat einen spannenden Artikel geschrieben im Internet, als PDF-Datei gibt es den, habe ihn Linz über meinen Studenten zum Lesen gegeben, Stuff or Love. Und er hat mit einer Abteilung von Leuten bei einem Unternehmen so ein typisches Wissensmanagement-Problem durchgespielt. Er hat gesagt, wir wissen ja nicht, was Wissen ist, nehmen wir an, es sei wie Wasser, also materialistisch. Wasser kann ich in einem Eimer geben, wenn ich es weggebe, hat es ein anderer, ich nicht mehr. Nicht, es ist abzählbar, ich kann es ausschütten, dann ist es weg. So verhält sich Wissen im Modell jetzt, dann lösen wir das Problem, dann sind sie zu einer Lösung gekommen. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir was anderes. Jetzt nehmen wir mal an, mit den gleichen Leuten, gleiches Problem, Wissen wäre Liebe, also immateriell. Wenn ich Liebe habe und ich gebe sie weiter, habe ich es immer noch. Ja? Wenn der es weitergibt, wird es auch immer mehr. Ich kann es nicht weggeben, ne? Sie geht nicht verloren in dem Sinn. Und dann sind sie natürlich im Wissensmanagement-Ansatz zu einer völlig anderen Lösung gekommen. Womit er eines bewiesen hat, und gesagt, die Lösungen im Wissensmanagement hängen direkt ab von der Definition des Wissensbegriffes. Die Lösungen, ja, in der Gesellschaft hängen ab von der Definition des Geldbegriffes. Okay? Merkt ihr das? Es sind immer nur die Begriffsdefinitionen, die Bilder, was wir uns darunter vorstellen. Und da kommen wir zu völlig anderen Lösungsansätzen. Und wenn wir jetzt nicht sagen Wissensmanagementbegriff in einer Abteilung, sondern wir sagen Gesellschaftssystem für unsere Gesellschaft, dann haben wir schon, und zwar schlagartig, zwingend, ein anderes Gesellschaftssystem. So einfach ist das. Und glaubst du mir, das geht weit hinaus über diese komischen Klitsch-Klatsch-Systeme, Kommunismus, Kapitalismus und so, das gibt es nicht. Ne? Das ist lächerlich, vollkommen absurd. Schon die Klassifikation ist in Wahrheit falsch.
weil es auch Kapital im Kommunismus gegeben hat. Nicht? Also das stimmt alles nicht. Auch die Zentralbank hat es dort gegeben. Ja? Es war nur so, dass die Zinsen immer extrem niedrig waren und dafür waren die Güter verknappt. Ja? Und dafür waren im Westen immer die Güter entsprechend umfangreich und dafür waren die Zinsen höher. Nicht? Also es ist schon so ausgerichtet worden, nicht? Damit die Bevölkerung auf beiden Seiten, hüben wie drüben, geblufft wird. Wissen und Naturgesetze, wenn wir schon bei Gesetzen sind, nicht? Es gibt ja auch den Begriff der Naturgesetze. Wer hat denn die gemacht? Können wir in der Natur, nicht? Aber wenn wir in einer Demokratie leben, können wir die nicht alle wieder ändern? Welche Mehrheit brauchen wir bei einer Abstimmung, damit wir ein Naturgesetz verändern? Ist es eine Zweidrittelmehrheit oder eine einfache Mehrheit? Ist ja lustig, nicht? Warum nennt man es dann so? Wollen wir nicht drüber abstimmen? Oder haben wir es schon einmal probiert? Probieren wir es einmal. Nehmen wir mal die Schwerkraft auf, einfach durch Abstimmung. Noch lacht ihr. Noch lacht ihr. Der heilige Augustinus hat einmal etwas Spannendes gesagt. Der heilige Augustinus hat gesagt, Wunder geschehen nie im Gegensatz zu den Naturgesetzen, sondern nur im Gegensatz dazu, was wir von den Naturgesetzen zu wissen glauben. Ich stelle das nur einfach so in den Raum. Ja, ich stelle das einfach nur so hin. Die ganzen Naturgesetze, die wir heute haben, haben unglaubliche Mängel in sich eingebaut. Wie entstehen die? Zum Beispiel Fallgesetze. Da hat man in Tabellen einfach das Gewicht, die Höhe und die Fallgeschwindigkeit, ja, bis das am Boden aufschlägt, gemessen. In Tabellen, empirisch, Datenpunkte gesammelt. Ja? Und dann hat man sich zu diesen Punkten, die man grafisch in einer Tabelle eingetragen hat, zweidimensional in ein Raster, eine Funktion überlegt, eine Kurve, die möglichst nah durch all die Punkte durchläuft. Und wie man so Kurven gehabt hat, hat man sich dann die mathematische Gleichung für die Kurve überlegt und gesagt, aha, wenn ich das so einsetze, in Beziehung setze, kommt eine Funktion raus und da liegen fast alle Punkte genau drauf. Also ist das mathematisch das Fallgesetz, das physikalische Fallgesetz mathematisch ausgedrückt. Ist alles gut und schön bis daher. Aber nehmen wir mal an, es gäbe eine verborgene Variable, ja, nennen wir die Omega. Und das Omega sei zum Beispiel mit der Masse des fallenden Körpers multiplikativ verknüpft. Mal Masse. Okay? Und Omega war seit Millionen Jahren gleich 1. Dann fällt es überhaupt nicht auf. Und weil irgendjemand im Kosmos morgen Schluck aufkriegt, ja, ist es ab übermorgen 17. Glaubt ihr, da funktioniert noch irgendwas von unseren Fallgesetzen? Das ist die Gefahr der verborgenen Variablen. Ja? Also wir wissen so wenig über diese Zusammenhänge, ja, dass es eigentlich wirklich eine Anmaßung ist, aufgrund empirischer Datenpunkte solche komischen Kurven und Funktionen abzuleiten, zu sagen, jetzt wissen wir, wie es ist. Ja? Wissen wir, können das auf ewig vorhersagen, auf ewig. Wie lange messen wir das? Vielleicht 200, 300 Jahre haben wir überhaupt die Möglichkeit, technisch. Nicht? Wie lange gibt es die Erde? Da können wir dann noch drüber spekulieren. Im Anschluss dann, da wird es lustig. Objektives Wissen, subjektive Fähigkeit. Lorraine Desten, die Frau von Gerd Giger, nennt sie eine Wissenschaftshistorikerin, hat ein tolles Buch über Objektivität in der Wissenschaft geschrieben. Und da kommt etwas Spannendes vor. Sie sagt, an der Astronomie als Leitwissenschaft hat man gesehen, dass ursprünglich die ihre Teleskope gebaut haben, ja, die Astronomen, wissen mussten, wie man die Glaslinsen schleift. Die es gut konnten, da haben wir mehr gesehen, ja, als denen, die das nicht konnten. Und dann hat es Astronomen gegeben, die haben nicht an ein Teleskop geglaubt. Die haben gesagt, das kennen wir eh nicht. Ich weiß, was das ist. Ein Kaleidoskop. Da sind bunte Glassplitter drin, da drehe ich, dann sehe ich irgendwas, was das dahinter was ist, wer kann man das beweisen? Ganz, ganz schlimm. Und das war die subjektive Wissenschaft, weil sie an Fähigkeiten geknüpft war. Und dann haben die Astronomen im 19. Jahrhundert begonnen, einen Atlas zu bauen, ja, rund um die ganze Erde den Sternenhimmel zu kartografieren. Und dazu brauchten sie weltweit einheitliche Standards für die Koordinaten, für die Helligkeitswerte, alles das. Und es ist ein Riesenerfolg geworden. Und deswegen haben sie gesagt, Objektivität in der Wissenschaft ist wichtig. Ja? Weltweit einheitliche Standards. Und dann haben sie es gleich, weil das so ein Erfolg war, in alle Wissenschaften ausgegossen. Und seither gibt es die objektive Wissenschaft. Lustig. Ja? Wenn man einen besonderen Erfolg in einer Disziplin gehabt hat, hat man es verallgemeinert. Aber das sind alles implizite Prämissen, also unbekannte Voraussetzungen. Die unbekannten Voraussetzungen, dass etwas funktioniert, dass ich etwas verallgemeinern kann, dass ich etwas überhaupt anwenden kann, eine Idee, ja, das ist das Aufregende, weil die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Ja. Und wenn man das aber hervorholt, dann merkt man, wie weit wir überall auf Sand gebaut haben.
Und dann sind wir bei etwas, was noch viel wichtiger ist als Wissen, das ist der Glaube. Denn das Wissen wird euch ja meistens indoktriniert. Das ist ja was, was insofern mit Macht zusammenhängt, dass es die Institutionen an die Bevölkerung weitergibt. Die Institutionen, die Schulen, die Universitäten, ja, die verbreiten das sogenannte Wissen, indem sie euch dazu bringen, das auswendig zu lernen, das wiederzugeben, euch mit Noten belohnen und dann glaubt ihr, das stimmt. Weil wenn ihr eine gute Note kriegt, glaubt ihr, es sei richtig. In Wirklichkeit ist das irgendein Blödsinn, den habt ihr aber brav nachgesagt und dafür kriegt ihr die gute Note. Nicht dafür, dass das stimmt. Okay? Genauso wie ihr ja auch Geld bekommt, wenn ihr vielleicht was macht, was für die Allgemeinheit schädlich ist. Und ihr würdet das Geld so nicht akzeptieren, wenn ich in der Schule schon solche Noten kriegen würde. Weil da werdet ihr an ungerechte Zahlen konditioniert. Ja? Deswegen hielt die Politik ja so ein Notensystem fest. In Panik. Weil in Schulnoten ist ganz einfach. Die niedrigere Zahl ist besser. Und am Konto ist es auch einfach. Die höhere Zahl ist besser. Aber es sind beides autoritäre Zahlen, die euch vorgegeben werden. Ihr wisst es gar nicht wieso. Ihr findet es ungerecht und ihr fügt es euch trotzdem. Ja? So hängt das Notensystem mit dem Geldsystem zusammen. Wichtiger ist der Glaube. Der nämlich wirklich Berge versetzen kann. NLP, neurolinguistische Programmierung, Epigenetik, das heißt die Manipulation der DNS, Bruce Lipton, spontane Evolution, könnt ihr mal lesen, ja, über Emotionen, über Gefühle, die wieder durch Sprachmuster gesteuert werden. Jansenisten, da rede ich dann beim zweiten Teil wieder, nicht? Und auch über das Erschaffen der Wirklichkeit kann ich euch dann noch etwas sagen. Gehen wir da jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Materialismus. Materialismus ist die komische Idee, alles besteht aus kleinsten Teilchen, die tot sind. Kleiner ist es nicht. Und diese toten Teilchen erzeugen dann Leben und Bewusstsein so zufällig als Nebenprodukt. Klingt sehr überzeugend. Ne? Können wir dann im zweiten Teil darüber philosophieren. Aber das konditioniert euch auch Hilflosigkeit, weil ihr glaubt nämlich im ersten Moment, dass ihr sogar eurem eigenen Körper misstrauen müsst. Warum? Weil ihr nicht Medizin studiert habt. Ihr kennt euch ja nicht aus. Also wie ich noch relativ jung war und ich war bei einem Arzt, da habe ich schon so meine Zweifel gehabt als Kind. Da haben wir gedacht, der schaut jetzt in den Kastel hinein und hat sie aber und dabei lebt er nicht einmal in dem. Ja, wie glaubwürdig ist denn das? Nur wenn er in den Kastel schaut, will er über meinen Körper. Ja, hallo, den Körper, da lebe ja ich drinnen. Was weiß der über meinen Körper und dabei in den Kastel schaut? Das ist ein komischer Aberglaube. Ne? Da muss man schon irgendwie nicht mehr ganz nüchtern sein, dass man das überzeugend findet. Aber es geht. Wenn man den Leuten gute Noten gibt, dann glauben sie auch, dass sie als Mediziner vom Kastel was über den Körper lernen, der nicht ihrer ist. Naja, die Konditionierung auf Hilflosigkeit und Fremdsteuerung durch Verknappung, durch den Materialismus ist der eigentliche Trick dabei. Also Materialismus ist eine Philosophie zur Unterwerfung der Bevölkerung. Und das Gegenstück davon ist die Spiritualität. Und die Spiritualität, die setzt Leben einfach als gegeben voraus. Die Lebendigkeit ist eine ganz natürliche kosmische Größe. Die braucht man auch nicht erklären. Was heißt denn eigentlich erklären? Erklären kann ich etwas immer nur, wenn es aus anderen, kleineren Teilen zusammengesetzt ist. Das heißt, wenn ich an ein kleinstes, unteilbares Teilchen denken würde und sage, das gibt es vielleicht, das allerkleinste demokritische Teilchen, dann ist es logisch, dass ich dieses kleinste Teilchen nicht erklären kann, weil es ja nirgendwo herkommt. Das setzt sich aus nichts anderem zusammen. Das ist dann einfach. Das kann ich nur als existent einfach annehmen. Punkt. Ja? Erklären kann ich immer nur etwas, wenn es aus noch kleineren Dingen besteht, weil es sich dann aus diesen zusammensetzt. Dann habe ich nämlich eine Erklärung. Ganz klar. Nehme ich einmal an, dass der ganze Kosmos im Kern aus einem einzigen energetischen Feld besteht, das ein liebevolles Bewusstsein ist. Und das ist die kleinste universelle Baueinheit des Universums. Könnte ich sowas erklären? Müsste ich es erklären? Natürlich nicht, weil das ist dann einfach da und ist der kleinste Baustein. Punkt. Eine wissenschaftliche Erklärung für etwas Kleinstes, Elementares gibt es nicht, aus logischen Gründen. Kann es gar nicht gehen. So wie auch das kleinste demokritische Teilchen nicht erklärbar ist. Und übrigens auch noch nie gefunden wurde. Lustig, es gibt Originalvorträge von Werner Heisenberg, der damals schon gesagt hat, was wir jetzt sehen bei der Kernspaltung, wir schießen mit immer höheren Energien auf diese Teilchen, und immer entstehen natürlich jetzt dort Splitter, ne? Da zerbricht was, aber das Lustige ist nicht in kleinere Teilchen, sondern die Teilchen sind genauso groß und die gleiche Kategorie wie die, mit denen wir draufgeschossen haben. Weil die entstehen nämlich aus der Energie, mit der wir draufschießen.
Da wandelt sich die Energie nämlich dann ins Teilchen um und daher kann man dann nicht mehr von Spaltung reden. Und jeder, der nur irgendeine Ahnung von Teilchenphysik hat, weiß das auch. Aber die Medien lügen euch halt an und glauben, da gibt es noch keine und noch keine und noch keine. Was in sich schon sehr paradox ist, weil Demokrit ja gesagt hat, es gibt eins, das irgendwann das kleinste ist. Und die besonders dummen Journalisten sagen, das sei bewiesen. Wobei sie im CERN immer noch Milliarden verschwenden, damit noch kleinere zu suchen. Offiziell. Inoffiziell wissen die eh, dass es nichts anderes mehr gibt, weil die Energie sich dauernd in Teilchen umwandelt. Das sind alles solche fürchterlichen Lügen. Ja? Fürchterlichen, die wir eigentlich nicht notwendig haben. So, Funktion der Gesellschaft. Besteht aus Produktion und Verteilung. Und wie sie heute konstruiert ist, haben wir ein Einkommen, das in der Produktion verdient wird, bei der Verteilung ausgegeben wird und das ist dann der Konsum. Und das ist eines ganz klar. Wir haben hier die zwei Funktionen, Produktion und Verteilung, durch das Geldsystem miteinander verkoppelt. Und so entsteht ein Schwingkreis. Ja? So schaukelt sich was auf. Das heißt, wenn jetzt bei der Produktion ein Unternehmen pleite macht und die Leute haben ein geringeres Einkommen, dann können sie sich auch von den anderen Unternehmern immer weniger leisten. Und das nennt man dann einen Konjunkturzyklus. Ja? Ein Rückkopplungseffekt zwischen Produktion und Verteilung durch das Geldsystem. Was macht ein Techniker, wenn er einen Schwingkreis sieht, der sich aufschaukelt und er will das nicht? Er schneidet einfach durch. Ja? Er sagt, ich trenne das durch. Bei uns heißt es, wir regeln die Produktion nach ganz anderen Spielregeln als die Verteilung. Und dann haben wir eines garantiert, es wird nie wieder Konjunkturzyklen geben. So einfach ist das. Und ihr könnt es mir sofort zugeben, da braucht man nicht Wirtschaftswissenschaften studieren, dass man das versteht. Es ist nämlich wirklich trivial. Ja? Ganz simpel kann man das erklären. Ja? Das ist ein Rückkopplungseffekt. Wenn ich die Produktion nach anderen Regeln organisiere als die Verteilung, dann gibt es keinen Rückkopplungseffekt mehr. Ganz simpel. Anders gesagt und allgemein verständlich, unser Lebensstandard darf nie wieder davon abhängen, welche Tätigkeiten wir in unserem Leben ausüben. Ganz einfach. Das ist für mich eine gerechte Gesellschaft. Eine gerechte Gesellschaft ist, wenn die Menschen immer den bestmöglichen Lebensstandard kriegen, aufgrund der gerade verfügbaren Technologie, die wir natürlich laufend weiterentwickeln, klarerweise. Es soll uns ja immer besser gehen, ist ja ein Ziel, ja? Aber wie wir jetzt arbeiten, oder wenn wir es noch so nennen wollen, nicht, wie wir uns beschäftigen, wie wir uns sinnvoll einbringen in die Kooperation, das hat nichts mehr mit dem Lebensstandard zu tun. Überhaupt nicht, sondern damit, was uns Freude macht, wie wir vielleicht anderen am besten helfen können, ja, wo man vielleicht gute Ideen braucht. Ja, ganz andere Kriterien, aber nicht der Lebensstandard. Ich kann euch auch genau erklären, warum. Und warum das so erfolgreich ist. Es gibt auf YouTube einen Film von Royal Society of Arts, RSA, What Really Motivates Us. So ein kleiner Comiczeichner zeichnet er ganz, ganz schnell. In Wirklichkeit mehrere Versuche, die von der Federal Reserve weltweit gestartet wurden, wie man mit Geld Menschen motivieren kann. Und die haben den Klassiker gemacht, nicht? Die haben den Studenten entweder wenig Geld oder mittleres Betrag oder einen sehr hohen Betrag gezahlt und haben dann ihre Leistung gemessen. Ja? Wie gut eignet sich also ein Geldbetrag als Motivator? Und sie haben auf allen fünf Kontinenten das gleiche Ergebnis gekriegt. Das ist universell und jederzeit reproduzierbar. Solange das eine rein physische Arbeit ist, ja, Ziegel schleppen auf der Baustelle zum Beispiel, ja, stimmt's. Solange funktioniert das. Wenig Geld, wenig Leistung, mehr Leistung, meiste Geld, die beste Leistung. Aber in dem Moment, wo auch nur eine geringste kognitive Leistung, also eine geistige Leistung dabei ist, Kreuzworträtsel lesen, ja, Gleichungen umformen, Sudoku, ja, irgendwas, dreht sich das Spiel sofort um. Und dann haben wir ein anderes Ergebnis. Die, ja, die ungefähr das mittlere oder das niedrigste Niveau an Geld kriegen, haben fast die gleiche Leistung. Das heißt, da ist es für Unternehmer natürlich gescheit, den Mitarbeitern immer das Wenigste zu sein, weil die Leistung geht nicht zurück. Ja? Und wisst ihr, wer die schlechteste Leistung hat? Die, denen man am meisten zahlt. Die mit der höchsten Bezahlung leisten bei geistigen Tätigkeiten erwiesenermaßen rund um den Globus immer das Schlechteste. Warum? Weil die ganze Zeit im Kopf nur eine Idee haben, wie behalte ich den gut bezahlten Job? Was mache ich mit meinem Geld? Ja? Wie kann ich das Geld sicher anlegen? Und. Die sind so eingenommen, ja, von ihrem Einkommen, dass sie an die Tätigkeit selber geistig nicht mehr denken können. Und daher haben die Elite-Universitäten, ja, die internationalen Elite-Universitäten, wenn sie Forschungsprofessoren anheuern, das schon lange gewusst. Und die machen das routinemäßig, folgendermaßen. Wenn die dort einen Professor anwerben,
reden die mit ihm nicht über Geld? Nein. Die sagen, in welcher Villa wollen sie wohnen, mit oder ohne Swimmingpool? Ja, welchen Urlaub wollen sie haben, welche Krankenversicherung, in welche Schule sollen die Kinder gehen? Ja? Und bitte, bitte, füllen Sie die Unterlagen gar nicht aus. Beschäftigen Sie sich nicht mehr. Jede Sekunde Ihrer wertvollen Arbeitszeit sofort ins Forschungsprojekt. Wir regeln das für Sie, den optimalen Lebensstandard, sodass Sie nichts damit zu tun haben. Seht ihr? Und ich wünsche mir genau diesen Standard für jede Bürgerin und für jeden Bürger eines zivilisierten Landes. Das ist alles. Ist das so viel verlangt? Weil offensichtlich erbringen die Menschen unter diesen Voraussetzungen einfach nur die besten Leistungen. Also sind wir doch vernünftig und machen wir das für alle so. Ne? Ich will da kurz eine Frage. Ja, bitte. Gibt es da irgendwelche Probleme hinsichtlich Geburtenkontrolle für. Warum sollten wir denn? Also, ich würde sagen, jeder, dem es Spaß macht und der Kinder haben will, soll es haben. Natürlich haben wollen, heißt doch, sich das zuzutrauen. Ne? Also, ja. Überbevölkerung existiert nur als Schreckgespenst in den Köpfen einiger unaufgeklärter Menschen, die noch an Malthus glauben. Das hat Ende der 70er Jahre die einzige wissenschaftliche Berechnung einmal gegeben, da ging es um die Ernährung, die Welternährung. Ja? Ende der 70er Jahre schon, wie viele Menschen man mit der damaligen Landwirtschaft weltweit hätte ernähren können, und da ist ein Betrag von an die 120 Milliarden herausgekommen. Also in Wirklichkeit, da geht uns eher der Platz aus als die Nahrungsmittel. Das ist ein völliger Blödsinn. Und wenn wir Aquaponik verwenden und Vertical Gardening und solche Methoden, gibt es heute auch schon Studien, dass man in der Großstadt New York, in New York selber, 80% der Lebensmittel erzeugen könnte, die die Stadt braucht. 80%. Also die ganzen großen Industriefelder, die industrielle Landwirtschaft und das, brauchen wir genau gar nicht. Die brauchen wir genau überhaupt nicht. Die können wir sofort zusperren. Da können wir Lebensräume erschaffen, Dschungel, ja, was wir immer wollen. Ja. Da können wir einfach leben. Ja. Aber brauchen wir nicht immer nur eine Getreidesorte anbauen bis zum Umfallen oder so. Nicht. Braucht kein Mensch. Ja, das sind dann eben andere Technologien und andere Philosophien. Heute haben wir diesen blöden Individualtausch, wo natürlich wir alle zu Feinden werden. Ne? Weil wir untereinander Forderungen und Verbindlichkeiten erstellen. Warum denn? Wir tun so, als würden wir Goldstücke weitergeben. Kreis, hat das jemand wer gesehen? Geben wir wirklich Goldstücke im Kreis weiter? Nein. Aber wir verbuchen noch immer so. Wir machen Verträge untereinander. Ein Kunde bezahlt den Verkäufer. Und das ist das, was der Verkäufer oder der Produzent haben will, muss er dem Kunden wegnehmen. Und da ergibt sich schon der erste Zwist, nicht? Die erste Nicht-Übereinstimmung. Weil natürlich will der Verkäufer möglichst viel haben. Das ist ja auch in Ordnung. Ja? Aus seiner Sicht ist das absolut okay. Und natürlich will der Kunde möglichst wenig dafür bezahlen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja? Das ist doch auch vollkommen okay. Und wenn jetzt beide Recht haben, und ich habe hier ein Modell, ja, das offenbar beide Ansprüche nicht erfüllen kann, bleibe ich dann in diesem blöden Modell, der eine muss dem anderen ein Goldstück geben? Oder so viele Goldstücke, wie der Produzent kriegt, muss der andere hergeben. Wenn das ganz klar ist, dass das so nicht ausgeht, weil da ein Interessenskonflikt entsteht, bleibe ich dann bei diesem Ansatz. Oder wähle ich einen anderen Ansatz, wo ich sage, dann soll der Verkäufer eben viel bekommen und der Käufer soll dennoch wenig bezahlen. Wäre das die bessere Lösung? Schon. Ja, irgendwie wäre das doch gerecht. Dann haben nämlich beide das, was sie wollen. Der Verkäufer kriegt viel und der Käufer zahlt wenig. Und das funktioniert sofort, indem wir jetzt hier nicht ein Goldstück weitergeben, sondern indem wir sagen, das wird ja sowieso nur in einem Computer gebucht. Also ist es eine Gutschrift für den Verkäufer und eine Lastschrift oder eine Geldvernichtung für den Käufer. Und für beide haben wir dann einfach andere, aber trotzdem transparente und demokratische Regeln. Aber sie werden nie wieder Forderungen und Verbindlichkeiten haben, die sie potenziell zu Feinden machen. Weil wenn der deine Goldstücke dann nicht zahlt, der Käufer, ja dann wird gemahnt und geklagt. Und Freunde werden plötzlich zu Feinden, nur wegen dieser blöden Regel. Obwohl es die Goldstücke schon lange nicht mehr gibt. Daher können wir sagen, wenn wir die Verträge ändern und sagen, wir schließen nur noch Verträge mit dem ganzen Netzwerk, mit der Gemeinschaft, mit der Community, sogenannte Gesellschaftsverträge.
dann sind wir einen riesigen Schritt weiter. Denn heute ist das elektronische Geld die Abstraktion eines Tauschmittels. Wir tun so, als hätten wir noch ein Tauschmittel, haben aber keins. Ja? Hier in diesem Ansatz ist es aber eine Abstraktion des Vertragspartners. Ich tue so, als hätte ich mit jenem einen Vertrag. Es ist aber keine Person dahinter, die andere Interessen haben kann, sondern es ist die gesamte Gesellschaft, der ganze Potenzialraum, die ganze Synergie. Und wenn ich jetzt das Netzwerk, also die IT, richtig einstelle, es ist ja nur ein logistisches Problem, wer was wann kriegt, wenn ich eh im Überfluss produzieren kann, dann kann ich die Versorgungssicherheit jederzeit für alle Menschen sicherstellen. Und sie werden, vor allem, weil es keine Forderungen und Verbindlichkeiten mehr gibt, nie wieder miteinander streiten, sondern können durch dieses Vertragsdesign ewig miteinander kooperieren. Und deshalb überwinden wir durch diese Veränderung die Tauschwirtschaft und gehen in die Kooperationswirtschaft. Ja? Weil wir den Vertragspartner abstrahieren und nicht mehr das Tauschmittel. Weil ein abstrahiertes elektronisches Tauschmittel ist immer noch ein Tauschmittel und wird uns immer noch zu Feinden machen, ob wir jetzt Goldstücke nehmen und sagen, die sind wertgesichert, oder ob wir Zäune nehmen und sagen, die sollen einen Wechselkurs haben, der konstant ist, ist im Prinzip vollkommen wurscht. Es ist irgendetwas, was sich wieder verknappen lässt und was in den Intentionen Käufer und Verkäufer eigentlich widerspricht und die zu Feinden macht. Haben wir nicht notwendig. Gibt es eben dieses bessere Design. Nicht? Wenn wir Produktion und Verteilung trennen, dann haben wir auch kein Problem mehr mit der Ökologie und der Nachhaltigkeit. Denn in der Produktionskette selbst können wir global kooperieren. Wir machen die Prozessketten auf. Wir machen im Prinzip genau das, was man uns im Kapitalismus immer gesagt hat, wir sollen es tun. Die Ich-AG, jeder ist ein Unternehmer, und die Leistungsgesellschaft. Ja? Ja, das ist ja, klingt irgendwie witzig, wenn man ja weiß, dass über 90% der Einkommen im kapitalistischen System leistungslose Einkünfte sind. Ne? Weil da verdienen Leute an Zinsen, an Mieten, an Spekulation, ja, an allen möglichen Dividenden. Und im klassischen Sinn leisten die eigentlich nichts. Ja? Leistungslose Einkommen. Und fürs dumme Volk nennt man das dann die Leistungsgesellschaft. Jetzt nehmen wir sie aber beim Wort und sagen, jetzt machen wir aber wirklich eine, weil sie uns interessiert. Und weil wir leisten wollen. Wir sind ja leistungswillig. Nein, 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 wir sind gierig zu leisten. Ja? Aber eine blöde Arbeit, die noch dazu für andere schädlich ist und die Natur zugrunde richtet und uns die Lebenszeit stiehlt, ja? Nur damit sich irgendjemand vielleicht als Chef aufbuddeln kann, der vielleicht das weniger versteht als wir, ja? Das ist keine Leistung. Das ist Leid. Ja? Und deswegen sind auch in Führungspositionen erwiesenermaßen, deswegen sind die Manager, nämlich die Top-Manager, nicht gierig. Ich kann euch das immer wieder sagen, weil viele meiner Absolventen sind es mittlerweile ja. Ja? In Wirklichkeit leiden die darunter, dass die ihre Kinder nicht groß werden sehen, ja? Dass ihre Partnerschaften auseinandergehen, dass sie ihre Gesundheit ruinieren, dass sie keine Wertschätzung kriegen, ja? Sondern alle sagen, du bist ja nur gierig, ja? Und so weiter. Das heißt, es ist in Wirklichkeit Schmerzensgeld, das die verdienen. Und für Schmerzensgeld gibt es keine Obergrenze. Ja? Da sagen die nämlich, die soll man noch mehr zahlen dafür, dass es mir so grausig geht. Ja? Die können mir gar nicht genug dafür bezahlen, dass ich mich in meinem Leben so schlecht fühle. Wollen wir die alle befreien aus dem? Ja, selbstverständlich. Das ist menschenunwürdig. Ja? Sowas haben wir nicht notwendig. Ja? Die werden uns dankbar sein dafür, dass ihnen nämlich dann in unserem System ihr Einkommen bewahrt bleibt, aber sie dann endlich in ihrem Leben auch etwas tun können, was sie wirklich wollen. Die haben ja bis jetzt einmal die Chance, das Geld sinnvoll auszugeben und zu genießen. Ja? In unserem System kriegen sie dann zusätzlich noch die Möglichkeit, etwas zu tun, was sinnvoll ist und Freude in ihr Leben bringt. Na, das ist natürlich ein Angebot. Ja? Also keine Angst, dass die Eliten das nicht wollen, was wir da besprechen. Ja? Die sind selber ganz scharf drauf. Also wir können, wenn wir die Supply Chain, die Produktionsketten, ohne Geld regeln, wenn wir allen Besitzern von Ressourcen, von Aktien, von Grundstücken, das einfach abkaufen, ja, einfach eine simple Bewertung kriegen, das sofort als Gutschrift, können sie ausgeben, vererben, im Sausenbraus leben, aber die demokratische Zentralbank bringt das gratis in die Produktionsprozesse ein, weil nur noch für menschliche Leistung Geld geschöpft wird. Ich-AG heißt, wir ermitteln sozusagen nicht mehr den Gewinn eines Unternehmens, brauchen wir nicht. Wir ermitteln die Zahlungskraft nur noch der Individuen und die entsteht sowieso nur noch in ihrer Rechtssphäre. Und da kann keiner mehr in den Mittel sein, Gebühren kassieren, ja, sie enteignen. Ja. Geht gar nicht. Das ist nur für sie persönlich reserviert. Das ist das eine. Und dort haben sie die Geldschöpfungskompetenz, genauso wie die Banken, durch Bilanzverlängerung.
aber nicht durch Schulden, sondern Kasse an Eigenkapital. Positive Verlängerung. Und wenn sie es ausgibt, wird es vernichtet, Aufwand an Kasse und ist wieder weg. Wie die Quanten im Quantenraum, die fluktuieren, sind da und sind wieder weg. Dadurch ersparen wir uns nämlich die Geldmenge. Dadurch brauchen wir den Geldumlauf nicht zu beschleunigen. Keiner kann horten, keiner kann uns damit erpressen. Informationsgeld ist Geld, das man nicht missbrauchen kann. Das ist das Schöne daran. Und dieses System können wir sofort den Bankern anbieten, weil sie zusätzlich auf ihren Bankcomputern auch die realwirtschaftlichen Prozesse verwalten werden. Und dort arbeiten die Menschen in der Kooperation zusammen, weil sie jetzt nicht mehr gegeneinander in Konkurrenz sind, auf der Basis einzelner Unternehmen, die quasi gegeneinander Krieg führen, sondern diese Produktionsnetzwerke sind offen und transparent und jeder, der eine gute Idee hat, kann sie dort sofort einbringen und umsetzen. Und weltweit wird jeder, der aus der gleichen Branche ist, sofort von der Idee profitieren können. Und wenn wo ein Engpass auftritt, wird das sofort aufgezeigt und jeder belohnt, der eine gute Idee hat, um den Engpass zu überwinden. Das ist das kollektive Lernen. Das ist dann ein weltweiter Lernprozess, der sich in den Rechnernetzen der Banken abspielen wird. Weil das ist deren neues Geschäftsmodell. Die werden die gesetzlich gesteuerte Geldschöpfung verwalten auf ihren Rechnern, auf Konten, die nur für die Individuen da sind, wo sonst keiner Zugriff hat, und werden zur Optimierung der Kooperation in den transparenten Produktionsprozessen beitragen, wo wir alle unser Wissen gemeinsam einbringen und erstmals eine lernende Gesellschaft sein werden. Und das ist so eine wertvolle Aufgabe für die Banker, dass sie dann mit größter Wertschätzung in die Gesellschaft integriert werden und dort eine wunderbare Funktion erfüllen werden. Das ist die Wissensbanken des dritten Jahrtausends. Denn ursprünglich war der Banker, der Ehrliche, der die wertvollsten Dinge der Gesellschaft im Tresor sicher aufbewahrt hat. Am Anfang waren das Gold und Schmuckstücke, dann waren es Dokumente und Verträge, Geldscheine etc. Und heute ist das Wichtigste das Wissen der Gesellschaft. Und deshalb sollen sie das Wissen verwalten und dazu beitragen, dass die Menschen sich entfalten können. Und dafür haben sie dann unsere uneingeschränkte Wertschätzung, Liebe und Unterstützung und Dankbarkeit. Und dieses Geschäftsmodell ist so überlegen, dem, was sie heute tun, werthaltige Teilchen vorzutäuschen, die es gar nicht gibt, dass sie das gerne aufgreifen werden. Und so einfach mit grafischen Oberflächen werden wir die Gesetze oder unsere Spielregeln, jetzt haben wir über Spielregeln dazu, werden wir die verwalten. Weil solche Programme gibt es, das ist alles aus bestehenden Programmen übernommen. Es gibt ganze Branchen, die damit arbeiten. Es gibt Rechtsanwälte, die mit solchen grafischen Systemen einen Vertrag vorkonfigurieren, dann drücken sie einen Knopf und dann kommt aus dem Programm der fertige Wörtext von Vertrag raus. Die machen das schon mit dieser Oberfläche, weil es viel effizienter ist. Die Schachtelsätze schreibt das Programm automatisch hinein. Dann können sie sich ja nicht mehr irren. Die sind ja nicht blöd, die sind ja nicht gescheit. Und wenn die effizient arbeiten können, dann kann es die Demokratie auch. Es ist ja alles schon da, wir brauchen es nur verwenden. Die ressourcenbasierte Ökonomie, wo wir eben nicht verschwenden, wo wir nicht brandneue Autos verschrotten müssen. Venus Project, Abundance, the future is better than you think. Es gibt so viele unglaubliche Technologien hinter den Kulissen. Unsere Gesellschaft ist ja eine geistige Kulisse, das ist ja der Gag. Und hinter diesen Kulissen gibt es so viele unglaubliche Technologien, dass wenn wir uns in die Kooperation bewegen, wo sozusagen eine neue Erfindung nicht mehr einen ganzen Wirtschaftszweig bedroht oder eine Industrie, wir dann in kleinen Schritten diese ganzen tollen Innovationen auch wirklich der Gesellschaft zur Verfügung stellen werden. Und wenn einmal die Oligarchen und die Eigentümer dieser Industrien ausbezahlt sind und glücklich, dass sie sich jetzt verwirklichen können mit ihrem Reichtum in der Gesellschaft und nicht mehr Angst haben müssen, dass sie wer beneidet und keinen Bodyguard brauchen und nicht zittern müssen, dass ein Börsencrash kommt oder irgendjemand sie an der Börse über den Tisch zieht, also ihr Leben wirklich genießen können, mit uns allen gemeinsam, dann ist jeder technische Fortschritt, jede Innovation sofort für uns alle umsetzbar. Dann wird jede dieser neuen Innovationen den Lebensstandard aller, ohne Ansehen der Person in der Gesellschaft erhöhen. Und das ist ein wesentlicher Vorteil und das wissen die auch. Also ohne die Verkettung von Produktion und Verteilung, geldlose, kooperative, nachhaltige Produktion, wir erzeugen Überfluss für alle, der wird dann einfach verteilt und nicht mehr verkauft. Nicht bedingungslose Grundversorgung plus Problemlösungsprämien, so einfach starten wir in dieses neue System. Demokratische Preise überwinden die Knappheit. Wir setzen die am Anfang so fest, dass immer dann, wenn sie das nicht für alle ausgeht, sofort die Motivation entsteht, die Engpässe zu überwinden.
Und durch diese Kooperation, ja, und das Einbringen der neuen Ideen immer ins Gesamtnetzwerk, entsteht dann die Schwarmintelligenz der Menschheit. Ja? Weil dann jede gute Idee nicht in einem Konzern sozusagen weggesperrt wird, patentiert, in den Tresor gelegt, ja, damit die Konkurrenz das nicht sieht, und gibt es natürlich wieder die Wirtschaftsspionage, damit man das wieder herausfindet, nicht, was die Gegner gerade wissen, sondern das ist offen. Das ist offen, steht jedem zur Verfügung und alle werden davon profitieren. Und die Revolutionen brauchen wir nicht. Ne? Das war eh immer im Hintergrund gesteuert. Wir gehen in die Transformation, in die Veränderung, und die entsteht im eigenen Bewusstsein. Die entsteht darin, wenn ihr merkt, dass ihr von der Materie nicht abhängig seid, weil ihr selbst keine Materie seid. Ja? Es gibt keine Materie und es gibt auch keine Masse. Es gibt nur Masseeffekte, die man messen kann. Das ist das Lustige. Ja. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Information. Die sichere ist irrelevant und die relevante ist unsicher. Und wenn wir uns dann in den Bereich der relevanten Information begeben, das, was wir eigentlich für unser Leben brauchen würden und das im bestehenden System eigentlich nicht vorkommt, und wenn nur als Vermutung, nicht, wo Religionen darüber reden oder Sekten oder wo es dubiose Literatur gibt, wo die Wissenschaftler sagen, ach, das kann ja so nicht sein, das steht in den Schulbüchern ja anders drin, dann wird man oft Verschwörungstheoretiker genannt. Die machen im Prinzip nur das, dass sie sagen, mich interessiert das nicht, was das sogenannte anerkannte Wissen ist, ich möchte wissen, was wirklich Sache ist. Ja? Und das sagt mir ja keiner. Also bleibt mir ja, auch als Wissenschaftler, nichts anderes übrig, als Hypothesen zu bauen, die vollkommen schräg sind. Vollkommen schräg. Werner Obert, ein anerkannter deutscher Physiker, hat einmal auf einem UFO-Kongress etwas Spannendes gesagt. Da merkt sie, was er wirklich ein Wissenschaftler ist. Er hat gesagt, die Hypothese, dass die unbekannten Flugobjekte außerirdische Raumschiffe sind, ist nach wie vor nicht widerlegt. So formuliert ein wirklicher Wissenschaftler, der stellt eine Hypothese auf und wartet darauf, dass sie jemand widerlegt. Weil es nämlich, solange es nicht widerlegt ist, ist sie eine sogenannte Arbeitshypothese und wir gehen einfach davon aus, es ist so. Ja? So wie das Volk. Ja? Das Recht geht als Arbeitshypothese vom Volk aus und wir könnten es gern widerlegen, sagen wir sind kein Volk. Ihr habt, da fördert euch eigentlich was, wisst ihr das schon? Widerlegen wir das. Geil, gell schon. Also wir haben jedes Recht, Hypothesen aufzustellen und andere sollen einmal versuchen, das zu widerlegen. Ne? Und das ist in jedem Wissensbereich so. Ne? In jeder Disziplin, es kann anders ja gar nicht sein. Jeder, der wissenschaftlich verstanden hat, weiß, dass das so funktioniert. Und im System ist diese Information unsicher, verknappt, teilweise verboten. Und jetzt machen wir die Pause. Ja, und dann machen wir dann anschließend die Fragerunde. Und wer dann wirklich will und mutig ist und Open End Zeit hat, ja, der bleibt dann da und dann erzähle ich euch etwas über den spekulativen Bereich. Und das ist das, was die Gesamtgestaltung ist, denn das Geldsystem ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ganze Gesellschaftssystem, die geistige Entwicklung auf diesem Planeten ist viel mehr, als da dahinter steht. Momentan spekulieren wir noch darüber, aber es gibt verschiedene Bausteine und Puzzlesteine, die man zusammenfügen kann. Und das Gesamtbild ist schon ziemlich gewaltig, das da herauskommt. Und das würde ich gerne mit euch teilen und mich dann darüber unterhalten. Aber jetzt machen wir eine kleine Pause und vorher die Fragerunde. Die Frage ist, ob man überhaupt eine Fragestunde, eine Frage mit Dings machen soll, weil das läuft alles so geschmiert und so gut. Ja, doch. Also, bitte. Gibt es zu den vorigen vortragenden Fragen oder ist es gescheitert mit dann da weiter? Was habt ihr denn lieber? Weil es ein Bruch drinnen ist, habe ich das Gefühl. Machen wir eine kurze Pause. Ha? Ja, machen wir Pause. Überlegt es euch und dann schauen wir, wie wir da. Genau. Ja? Ja. Genau. Machen wir jetzt einmal Pause, ich würde sagen bis 10 nach 9. Ja? 10 nach 9 machen wir weiter und ich beginne dann, indem ich einfach Fragen erwarte von euch. Wer da Fragen hat, kann kurz fragen.